Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wieder mal ein Haul. und zwar habe ich ein paar Kleinigkeiten gekauft, ist wirklich nicht viel. Zum einen geht es um die Kosmetik Cosmo Wunderbox und zum anderen um zwei Teile, die ich bei SHEINSIDE aus China oder woher auch immer es kommt, bestellt habe. Die wollte ich euch schnell zeigen und wir fangen mal an mit der Wunderbox. Die kam jetzt wieder für den Monat März und es sind wirklich, wirklich coole Sachen enthalten. Die Box heißt, also das Motto der Box heißt Flakes und Holo. Und zwar sind jeweils sind zwei Dreier-Sets Nagellack enthalten. Und zwar einmal ein Holo-Set und einmal so ein Set mit Flakes. Und zwar, so sieht das aus, das sind die Sets, ich zeige es euch gleich nochmal in nah. Das hier ist das Nagellack-Set Holo, also Hologramm. Ich packe die mal aus und dann zeige ich sie euch näher. Richtig coole Lacke, total geil, freue ich mich auch schon drauf, die zu benutzen. Die kann man natürlich entweder so ein bisschen als Topper benutzen, um über einen Nagellack drüber geben oder natürlich, wenn man sie ein bisschen schichtet, auch einzeln zu tragen und dann deckend. Fangen wir mal an mit dieser Farbe hier, die heißt Nachthimmel. Das ist total das schöne Schwarz-Silber-Holo, also natürlich dann auch bunt, weil es ja Holo-Flakes sind. Aber im Grunde ist es so ein schönes Schwarz-Anthrazit mit sehr, sehr viel Silber und ja, wie Nachthimmel. Schwarz mit ganz vielen Sternenhimmeln. Ja, da bin ich sehr gespannt, da freue ich mich drauf, den zu probieren. Der nächste heißt Barbarella, das ist ein wirklich schönes Barbie-Pink-Rosa, auch natürlich mit Holo-Glitter drin, was das Ganze nochmal echt besonders macht, weil es in so vielen Farben schimmert. Und der letzte ist Glitzerfeilchen, so wie der Name schon sagt, wie ein Veilchen, das ist ein schönes, ein schöner Fliederton, lila Flieder, ja eher Flieder, auch wie gesagt mit Holo-Glitzer. Und ja, diese drei, super toll, freue ich mich wirklich, es auszuprobieren. Ganz tolle Sets. Und das zweite Set beinhaltet eher so Flake-Nagellacke, also schon eher so Topper. Das sind jetzt schon mehr Topper, würde ich sagen. Drei Stück an der Zahl. Und zwar, wir fangen mal mit diesem hier an. Das ist die Farbe Disco-Kugel. Das ist ein Silberlack mit großen silbernen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ecken drin. ja, da sind eben so große Flakes drin, also 6 Ecke. Und der Rest ist eben so kleiner silberner Glitzer. Und den kann ich mir bestimmt gut vorstellen, dann wie gesagt als Topper. Der nächste ist Rosengold, so wie er wirklich auch aussieht. Das ist ein ganz, ganz toller Rose Gold Ton. Sieht recht durchsichtig aus. Und ich denke mal, dass das wirklich nur ein Topper ist, beziehungsweise die Flakes eben, dass man die mehr sieht, wie das der jetzt noch Glitzer enthält. Ja, ich denke, er ist recht durchsichtig, vielleicht so rosa durchsichtig und hat dann sehr, sehr schöne Rose Gold, auch wieder so sechseckige Plättchen drin. Der nächste, bin ich auch mal sehr gespannt, heißt Stracciatella, der ist weiß. Und, aber ich weiß nicht, ich denke mal nicht deckend weiß. Ich muss mal gucken, worüber der gut aussieht. Über was Hellem oder über was Dunklem. Muss man echt mal austesten. Und ja, wie gesagt, der ist weiß und hat dann schwarze Punkte. Und auch noch so kleine silberne Partikel drin. Auch richtig cool, also außergewöhnlich. Und diese Lacke wurden natürlich auch wieder nur für die Box quasi entworfen und sind limitiert. Und ja, freue ich mich natürlich sehr darauf, die auszuprobieren. Sehr, sehr coole Lacke. Und natürlich ist in der Infobox der Shop verlinkt von der lieben Coco, wo ihr die Wunderbox vom März auch noch erhalten könnt. Und dann machen wir jetzt direkt mal weiter mit den Klamotten. Und zwar habe ich bei SHEINSIDE bestellt. Vielleicht kennt ihr das. Da habe ich schon mal letzten Sommer, glaube ich, war das, eine Short bestellt. Und ich finde das ja recht cool bei diesen, egal ob jetzt Lookbook Store oder SHEINSIDE oder so, die Sachen sind recht günstig. Wirklich günstig zum Teil. Aber man muss aufpassen mit den Größen, weil da es ja ein asiatischer Shop ist und viele Sachen Einheitsgrößen sind, kann das sein, dass die sehr klein ausfallen, weil die Asiaten ja
auch recht zierlich sind und da ist Einheitsgröße ein bisschen schwierig. Also ich rate euch auf jeden Fall, die Größentabelle euch anzugucken und euch einfach abzumessen. Also das habe ich auch gemacht. Da stehen wirklich entweder bei Einheitsgröße, manche Sachen kann man auch Größen auswählen. Messt euch einfach ab, von Schulter zu Schulter, Brust, Taille, Hüfte oder was auch immer, Armlänge oder so. Messt euch da aus und dann könnt ihr ungefähr sehen, hier 44 cm, ihr habt 42 oder sowas, dann ja okay, passt oder so um den Dreh rum. Ne? Ich habe jetzt zwei Sachen bestellt, die waren beide Einheitsgröße und ich habe mich abgemessen und dachte, okay, könnte passen. Es ist natürlich trotzdem immer schwierig, sich das dann vorzustellen. Jetzt ist es 2 cm größer, okay, dann weiß man, es passt, aber man will ja auch nicht, dass es zu groß aussieht. Aber ich dachte bei Einheitsgröße eher, dass es mir nicht passt, aber sie passen und das eine Teil ist sogar ein bisschen zu groß. Ich habe mir einen Pulli bestellt hier. Vielleicht kennt ihr den Spruch, und zwar, das ist ja eigentlich eine Marke, aber das ist jetzt halt ein Fake. Es ist einfach so aufgedruckt, denke ich mal. Und ist einfach ein schwarzer Pulli, hat ein bisschen einen weiteren Ausschnitt. Ich habe gehofft, man kann es mehr off-shoulder tragen. Auf den Fotos sah es etwas größer aus. Aber ich denke, ja, ich weiß nicht, vielleicht sind die einfach auch ein bisschen kleiner, die Asiaten. Da fällt es einfach, da sah das nämlich richtig groß aus, so richtig Oversize-mäßig. Ich habe ihn vorhin angehabt, bei mir sitzt er einfach, ich habe auch ein Instagram-Foto gepostet. Bei mir sitzt er recht normal. Also er passt, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wie so eine deutsche M. Würde ich mal sagen, falls ihr das auch bestellen möchtet, so als Tipp, hier könnt ihr das ja sehen, einfach ein schwarzer Pulli. Die Ärmel sind recht kurz, komischerweise, die gehen mir echt nur so bis hier. Also ist weder 3/4 noch lang, gehen nur bis hier, aber wahrscheinlich gehört so, ich weiß es nicht. Und ja, der hat jetzt umgerechnet, also man kann es sich ja direkt in Euro auch anzeigen lassen, 10 Euro gekostet und das ist ja wirklich günstig. Ne? Und mein nächstes Teil, was ich sehr liebe, habe ich auch schon auf öfter auf Fotos von anderen Mädels, die da bestellt haben, auch schon gesehen. Den gibt es auch in rosa. Ich habe ihn auch in rosa bei einer auch gesehen, aber ich wollte ihn unbedingt in Mintgrün haben. Und zwar, ja okay, Anja kauft sich jetzt im Frühling, wo es warm wird, eine Winterjacke, so schön mit Fellmantel. Ja. Aber egal, es wird ja auch mal wieder kalt. Ja, die ist halt richtig cool. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Ist halt ein bisschen groß. Ist so ein schöner Mantel, ist ein richtig geiles Mintgrün, ja, richtig cool und ist so ein Mantel, der ist recht lang, so recht lang und hat hier auf dem rechten Arm, ach da ist sogar ein kleiner Totenkopf, Death from Above, genau, ist so ein kleiner Sticker drauf und hier auf den Schultern ist so ein Patch und hier auf der linken Brusthöhe ist auch nochmal so ein Zettel genäht, sieht auch ganz cool aus. Und hier innen drin vor allem ist so ein mega, mega kuscheliges Teddyfell. Also die Jacke an sich ist nicht wirklich dick. Also sie gibt bestimmt warm durch das Fell, aber so im tiefsten Winter, denke ich mal, ist sie nichts, weil sie ist schon recht, also wirklich dünn. Es ist nur dieses Stoff, was eine Übergangsjacke sein könnte und dann eben so ein bisschen Teddyfell drin. Ja, aber dieses Teddyfell ist so, so weich und es fusselt aber sehr. Was mich ein bisschen stört, überall hängen so Fäden rum, überall. Da muss ich überall mal ein bisschen abschneiden. Ja, ich weiß, man schneidet sie ab und reißt sie nicht. Ja, also überall hängen da so ein bisschen die Sachen ab. Qualitativ würde ich jetzt mal sagen, nicht sehr hochwertig, aber dafür ist es ja auch nicht teuer. Die Jacke hat jetzt 30 Euro gekostet und ja, ich finde sie halt sehr kuschelig. Also sie ist wirklich, wirklich kuschelig. Stinkt noch ein bisschen, also waschen muss man die Sachen auf jeden Fall. Und ja, das kann man dann auch so ein bisschen umschlagen und dann aufsetzen. Finde ich richtig cool. Ja, also so sieht die aus. Und hier hat sie dann eben an der Hüfte, weil mir ist sie ein bisschen zu groß. Also auch wenn ich die jetzt wirklich zumache, steht sie halt ab. Ihr seht ja, also das ist schon groß und hat hier so Bänder zum Zuschnüren und die habe ich mir jetzt einfach ganz, ganz eng gemacht und habe mir hier dann so Knoten reingemacht, dass es dann wenigstens so ein bisschen tailliert ist, wenn man das dann zumacht. Ne? Sonst war das wirklich zu breit gewesen und jetzt habe ich mir da einfach so Knoten reingemacht und ja, dann geht das auch. Hier ist es auch recht weit. Aber ja, ich finde sie trotzdem sehr kuschelig. Also es ist jetzt nicht wirklich ein Wintermantel, wo man irgendwie mit Snowboarden gehen kann oder so. Es ist eher so ein Fashion-Teil, ne?
Aber ich habe gedacht, ich muss es haben. Vor allem die Farbe hat mir richtig gut gefallen, gerade zu schwarzen Haaren. Und weil es ein bisschen bräuner ist, ich meine, selbst bräuner, passt es ganz gut. Ja, ich ziehe aus, mir ist zu warm. Wie gesagt, hat 30 Euro gekostet. Ich kann euch den Link von SHEINSIDE auch in die Infobox setzen. Hat jetzt keinen Versand gekostet. Ihr könnt natürlich auch Versand wählen. Dann ist das Zeug schneller da. Aber es steht, glaube ich, drin 5 bis 15 Tage bei ohne Versand. Und ich habe ohne Versand angegeben. Und es hat jetzt gerade mal eine Woche gedauert. Und ich meine, eine Woche kann man ja auch warten. Dafür zahlt man keinen Versand. Das finde ich ganz gut, weil da kannst du dir auch Sachen bestellen oder auch nur einen Pulli für 10 Euro. Macht nichts, kostet keinen Versand. Ist auch egal, wie viel ihr an Wert ausgibt, weil sonst bin ich da als ein bisschen zu geizig, Sachen für 30 Euro zu bestellen, muss dann 8 Euro Versand bezahlen oder wer weiß wie viel aus einem Ausland dann. Und so finde ich es recht cool. Dann warte ich halt eine Woche und die haben wirklich coole Sachen, auch ganz günstig. Mit den Größen müsst ihr halt immer ein bisschen aufpassen, da gebe ich euch den Tipp, messt euch ab. Ja, das waren die beiden Fashion-Teile, die ich bei SHEINSIDE dann noch gekauft habe und die Wunderbox. Und dann würde ich sagen, war es das für heute von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Und wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen möchtet, dann schaut euch diese beiden letzten Videos von mir an. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei beim Durchklicken und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.